Der Ostartillerie-Pavillon 2 wurde gebaut, um den östlichen Bereich der Festung sowie den Beaton Tower zu bewachen. Wie der Ostartillerie-Pavillon 1 ist auch der Ostartillerie-Pavillon 2 geöffnet nach außen ohne Wände, um eine bessere Sicht auf die Umgebung zu ermöglichen. Während die anderen drei Wachpavillons von Mauern umgeben sind für verbesserten Schutz. Im Vergleich zum östlichen Artillerie-Pavillon 1, der seitlich drei Räume hat, die Bastionsmauern sind kürzer. Daher wurde der Eastern Artillery Pavilion 2 gebaut als Zwei-Zimmer-Nebengebäude. Ein Artillerie-Pavillon, auf Koreanisch Polo genannt, ist ein nach außen vorspringender Baukörper, der mit einem Pavillon gekrönt ist. In dessen Inneren Artillerie zum Angriff auf den Feind stationiert ist mit Kanonen. Der Geschützturm verfügt über eine fortschrittliche Anlage, um zu verhindern, dass Feinde in die Nähe der Burgmauer gelangen. Ein Teil der Burgmauer ragt konvex nach außen hervor. Die Gebäude waren ähnlich wie die Bastionen von Suwon HWA Sung angeordnet. Der Innenraum der dritten Etage wurde wie Gongsim Don gelehrt Suwon HWA Sung und die Kanone war darin versteckt. Hierbei handelt es sich um eine Anlage zum Angriff auf ausländische Feinde. Die unteren 3 bis 6 Etagen bestanden aus Granitstein, und der obere Teil bestand aus Ziegeln. Im Obergeschoss wurde ein Holzgebäude errichtet. In der Festung Suwon HWA Sung gibt es 5 Artillerie-Pavillons. Normalerweise wurde der Maßstab auf flachem Land erhöht und auf Hängen verringert. Die Artillerie-Pavillons von Suwon HWA Sung wurden mit unterschiedlichen Größen und Höhen der einzelnen Stockwerke gebaut, abhängig vom Gelände und den Umgebungsbedingungen. Die Artillerie-Pavillons von Suwon HWA Sung sind aus Ziegeln gebaut. Als Standort für Angriffe auf Menschen mit Artillerie oder Kanonen dienen.